Herzlich willkommen zu Frag Reitling. Mein Name ist Stefan Kaufmann, ich bin Gründer von Reitling und wir werden euch in diesem Format jede Woche eure Fragen zum Produkt, zum Wingman, zur App, aber auch zum Unternehmen beantworten. Kann das Modul eine Verbindung mit einem Bluetooth-Headset in Klammern im Helm aufbauen, zum Beispiel für Statusansagen oder ähnliches? Also grundsätzlich nein. Also wir haben auf dem Modul kein Bluetooth und deswegen kannst du auch deinen Helm nicht mit dem Modul verbinden. Die komplette Bluetooth-Kommunikation haben wir extra nicht auf dem Modul gemacht, weil sehr viele Kunden das Bluetooth-Modul nutzen, um sich mit dem Handy zu verbinden. Dann würde das in Konkurrenz zueinander stehen. Unser präferierter Weg ist, verbinde dein Handy oder dein Smartphone mit deinem Helm und dein Smartphone mit dem Dongle per Wi-Fi. Und es kommt noch ein App-Update, wo die Sprachansagen für die Navigation vom Handy dann direkt auf dem Helm gehen. Das Modul selber kann so nicht kommunizieren. Sind irgendwelche Funktionalitäten außer der reinen Datenansicht an das gleichzeitige Ausführen der App auf dem Handy während der Fahrt gekoppelt? Also ich probier's. Also ich glaube, ich kenne die Antwort. Um außer dem Unfallmelder und dem GPS-Tracking ist für jede Funktionalität die App notwendig, oder? Also grundsätzlich, also ziemlich vereinfacht, du brauchst irgendwie ein Smartphone, um die meisten der Funktionen tatsächlich auch nutzen zu können. Der Unfallmelder ist komplett autark. Aber du musst natürlich ganz am Anfang den Unfallmelder einmal einrichten. Dafür brauchst du das Handy. Der Diebstahlmelder ist grundsätzlich autark. Aber die Diebstahlmeldung, die kommt auf dem Handy an. Also brauchst du auch irgendwie das Handy dafür. Das Tracking, also der Dongle ist natürlich autark und trackt autark die Route und du kannst auch das Live-Tracking autark machen. Am Ende des Tages schaust du die Route entweder auf dem Handy an oder auf dem Web-Frontend, was wir haben. Also kannst du ja immer auf beiden Seiten anschauen. Das heißt, es gibt ganz viele autarke Funktionen, aber irgendwann, aber nicht während der Fahrt, sondern später, brauchst du das Handy, um entweder was einzurichten oder es dir anzuzeigen. Einige der Funktionen kannst du aber auch auf dem Webfrontend machen. Da kannst du auch den Diebstahlmelder an- und ausschalten. Da kannst du auch gucken, wo ist das Motorrad und solche Sachen. Es gibt aber Funktionen, die sind vollkommen dongle-unabhängig. Das ist nämlich Routennavigation, Routenplanung und Leute einladen. Das funktioniert nur auf dem Handy. Und dann gibt es natürlich die Kombination, wann brauchst du wirklich beides zusammen? Das ist dann, wenn du den Kurvenwinkel sehen willst, das ist, wenn du die Beschleunigungsdaten sehen willst und das ist, wenn du die Fahrzeugdaten live auf deinem Handy sehen willst, wie Drehzahl und Geschwindigkeit, dann brauchst du beides zusammen und auch wirklich genau in der Sekunde zusammen auf dem Motorrad. Das heißt, wir haben halt diese, ich sag mal, drei verschiedenen Nutzungsszenarien so ein bisschen daraus. Ja. Deswegen ist es nicht ganz so trivial zu beantworten, aber grundsätzlich hast du es vereinfacht so zusammengefasst, ja. Hallo Riding Team, ich interessiere mich sehr für euren Wingman und habe hierzu eine Frage zur Tracking-Funktion. Derzeit nutze ich noch ein anderes System. Hierbei wurden anfangs immer kleine Abschnitte aufgezeichnet, also vom Startpunkt bis zur ersten Pause oder bis zum Tanken. Dann wurde wieder ein neuer Track gestartet. Mittlerweile lässt sich dies als Tagestour aufzeichnen, was bei längeren Reisen sehr praktisch ist. Wie ist dies beim Wingman geregelt? Werden einzelne Fahrabschnitte von Start bis Pause aufgezeichnet oder eben tageweise? Ja, wir haben vielleicht eine ein bisschen andere Strategie gewählt. Unser Dongle geht davon aus, wenn er wach ist und er wird bewegt, dass eine Tour beginnt. Und dann fährst du diese Tour und wenn du dann eine Pause machst, die länger als 15 Minuten ist, dann ist es für ihn eine neue Tour. Das heißt, ja, es wäre dann so ähnlich wie in diesem Anwendungs- oder bei diesem Konkurrenzprodukt, was da jetzt nicht genannt wurde, dass wenn du, ich sag jetzt mal, du
beginnst morgens, machst einen Tankstopp, der ist kürzer als 15 Minuten, fährst dann weiter, aber machst dann eine Mittagspause von 1-2 Stunden. Dann wären das zwei getrennte Touren aktuell noch. Und ja, es wird noch eine Funktion geben, um Touren zusammenzufassen, um daraus zu sagen, das ist eine zusammenhängende Tour. Und auch wieder Touren zu trennen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe zwar hier eine Viertelstunde gestanden, ich brauche aber eine neue Tour. Aktuell könnte man das machen mit der App, indem man die App, also der Dongle zeichnet ja die ganze Zeit die Daten auf. Wenn du die App öffnest, dann fragt er dich ja, hey, hier ist eine aktive Route, was soll ich machen? Möchtest du ein Motorrad verfolgen? Möchtest du eine neue Tour starten? Das heißt, du könntest hier jetzt eine neue Tour starten, wenn er noch läuft. Und dann trennt er dir die Dinge auf. Aber die wieder zusammenzufügen, diese Funktion fehlt noch, die kommt noch. So, das war's mit Frag Reitling für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Fragen wurden auch gut beantwortet. Wenn das so war, dann Thumbs up. Ansonsten würde ich euch noch empfehlen, damit ihr für die nächsten Videos informiert werdet, einfach den Abonnieren-Button und die Klingel dazu aktivieren. Aber natürlich könnt ihr euch noch auf der Playlist, haben wir noch weitere Videos für euch vorbereitet. Schaut es euch an. Natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr das hier unten in die Kommentare machen. Ihr könnt aber uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, auf der Webseite im Formular was hinterlassen oder in Facebook, Instagram. Wir gucken uns die ganzen Kanäle an, tragen die Fragen zusammen und sehen uns dann hier wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ich freue mich, euch bald wiederzusehen.